Eine Aufgabe zur funktionalen Abhängigkeit. Ihr seht schon, wir haben zwei Punkte und einen abhängigen Punkt C. Das erkennt man ganz leicht, dass der eben x vorne und hinten drin stehen hat. Da erkennen wir auch die Geradengleichung. Wenn mal nur eine Geradengleichung angegeben ist und das heißt, der Punkt C zum Beispiel wie hier liegt auf dieser Geradengleichung, dann kann man immer diese Information in diesen Punkt packen. Das heißt, wir haben einen flexiblen Punkt und es handelt sich um ein Dreieck ABC. Zunächst muss man natürlich immer wieder, wie als erstes, ganz klar das Ganze zeichnen für bestimmte x-Werte. In dem Fall war es der x-Wert 1 und der x-Wert gleich minus 3. Also der erste war x gleich minus 3 und der zweite war x gleich 1. Das heißt, in dem Fall braucht man nichts berechnen, sondern wir gehen einfach zu dem x-Wert minus 3, gehen nach oben, wo die Geradengleichung ist, gehen hier, wo die 1 ist, einfach auch nach oben. Vorher muss man natürlich die Punkte A, B und die Geradengleichung einzeichnen. Der Achsenabschnitt ist 3,5, wir haben eine Steigung von 0,5. Das heißt, wir gehen 2 nach rechts und 1 nach oben. 2 nach rechts, 1 nach oben. Und wir landen auf der Geraden und können sie dann zeichnen. Ja, haben wir mehrere Möglichkeiten gehabt, wie man so gerade zeichnet. So sind wir auf jeden Fall schon mit der Aufgabe A fertig. Bei der 6b heißt dann, man soll zeigen, dass das zweite Dreieck, also das ABC2, dass es rechtwinklig ist. Als erstes müssen wir uns natürlich überlegen, wo der rechte Winkel sein soll, hier. Bisher kennt man nicht viele Formeln, dass man irgendwas rausfinden, ob das Ganze rechtwinklig ist. Eigentlich nur eine, nämlich wenn beide Geraden aufeinander senkrecht stehen. Das heißt, wir machen AB zu einer Geraden und BC2 zu einer Geraden, bestimmen die Steigungen und wenn die Steigungen multipliziert miteinander minus 1 ergeben, dann muss das Ganze senkrecht aufeinander stehen. Dazu brauchen wir aber natürlich erstmal die Koordinate von C2. Die dürfen wir jetzt nicht ablesen. Also ich darf jetzt hier nicht hinschreiben 1, 4, könnten wir aus der Zeichnung hernehmen, sondern ich muss eine Rechnung daraus herkriegen. Das heißt, hier soll es rechnerisch zeigen, dass es rechtwinklig ist. Und da darf ich eben den Punkt nicht ablesen. Es ist zwar ein Klacks, das hinzuschreiben, aber es muss eben dran stehen. Steht hier 1, 4, gibt es keinen Punkt. Steht hier aber diese Rechnung, dann gibt es den Punkt. Ist ja nichts anderes als den x-Wert von dem C2 hier in die Geradengleichung einsetzen. Dann erhalte ich ja genau den Wert 4. Aber es muss eben so dran stehen. So, und jetzt habe ich A, B und C2 und damit kann ich die Steigungen aufstellen. Also die Steigung von BC2 ist 4, wo haben wir es? Hier, y-Wert von C2 minus den y-Wert von B und den x-Wert von C2 minus den x-Wert von B. Da muss man höllisch aufpassen. Bei der Steigung nämlich stehen die y-Werte zuerst oben und die x-Werte unten. Bei einem Vektor ist es genau andersrum. Das heißt, hier y-Werte zuerst miteinander rechnen und dann erst die x-Werte. Gibt eine Steigung von minus 3. Wenn ich das gleiche bei der geraden AB mache, kommt ein Drittel raus. Ja, und wenn man das zusammenfasst, kommt eben genau das minus 1 raus. Das heißt, dass meine zwei Geraden hier aufeinander senkrecht stehen. Das heißt, dass da ein rechter Winkel sein muss. Und damit habe ich es rechnerisch gezeigt. 6c ist dann eher wieder eine Standardaufgabe. 6b, das sind eher Aufgaben, die seltener vorkommen. Man soll den Flächeninhalt von A, B, C1 bestimmen. Ja, und wir sehen ganz eindeutig, dass dieses Dreieck weder die Grundlinie noch irgendeine Höhe parallel oder senkrecht zu x- und y-Achse stehen. Das heißt, wir müssen hier wieder über Vektoren das Ganze bearbeiten. Eigentlich habe ich euch ja mal gesagt gehabt, es ist völlig wurscht, welche zwei Vektoren nehmen. In dem Fall ist es jetzt nicht wurscht. Wir haben nur die Punkte A, B und C1. Ja? Wir sollten nach Möglichkeit immer Vektoren nehmen, die nicht von so einem abhängigen Punkt ausgehen. Das werde ich euch zum späteren Zeitpunkt nochmal sagen, warum das wichtig ist. Das heißt, ich nehme hier geschickterweise die Vektoren BC1 und BA oder AB und AC1. Ich habe jetzt eben AB und AC1 genommen. Geschickterweise hätte man nicht genommen C1A und C1B. Das werde ich euch nachher dann nochmal zeigen. Also mit diesen beiden Vektoren kann ich es aufstellen. A und B habe ich gegeben. Das heißt, da kann ich den Vektor aufstellen. Und von AC1 kann ich es auch machen. Ich habe jetzt hier einfach direkt die Werte schon ausgerechnet. Also den Wert x-3 hier oben eingesetzt und den Wert 2 hier berechnet. Damit habe ich beide Vektoren. Und jetzt kann ich das Ganze ausmultiplizieren. Ich weiß, es ging schnell. Notfalls nochmal kurz auf Pause drücken und nachvollziehen, ob die Vektoren richtig aufgestellt sind. Aber das gehört jetzt zum Grundwissen. Dann muss ich über Kreuz multiplizieren. 0,5 darf ich nicht vergessen. Das wird gern als Schülerfehler mal missachtet.
0,5 mal 18 minus 2. Ich habe das gleich ausmultipliziert, was einfache Zahlen sind. Das heißt, wir haben einen Flächeninhalt von 16 Fe für das erste Dreieck A1. Und nun kommt der ganz normale Ablauf, nämlich wir sollen es jetzt in Abhängigkeit berechnen. Das heißt, unser Punkt Cn, der ist jetzt fest. Bei dem Variablen hier hat man einfach AC1 verwendet. Ja, das heißt, wenn ich es jetzt für alle abhängigen Punkte machen soll, muss ich doch eigentlich nur dieses C1 durch Cn ersetzen. Also nicht mehr den richtigen Punkt einsetzen, sondern den abhängigen Punkt, nämlich den hier oben. Der Rest darf gleich bleiben, denn AB verwende ich ja weiter. Und das ist genau der Kniff, den ich hier berücksichtigen muss vorher, dass ich eben einen Vektor nehme, wo exakt die Werte gegeben sind. Wenn ich jetzt hier auch noch einen abhängigen Punkt drin habe, dann wird das sehr kompliziert. Also, das gleiche wie hier oben, nur dass ich jetzt eben den Punkt C nicht mehr festnehme, sondern abhängig nehme. Das Einzige, was ich dazu berechnen muss, ist der Vektor ACN. Der folgt aber ja ähnlich wie dieses AC1, nämlich dass ich jetzt einfach bloß die Punkte C festlasse durch diese beiden Werte hier oben. Ja, und jetzt kann ich das in meine Determinante einsetzen. Aufpassen muss ich hier ganz höllisch. Denn wenn ich jetzt hier ausmultipliziere, muss ich schauen, dass ich 6 mal das Ganze von rechts unten, also das wunderbar in Klammern setze. 6 mal 0,5x gibt 3x und 6 mal 4,5 gibt 27, dass das komplett multipliziert ist. Dann das Minus dazwischen, 2x und minus 8. Da fehlt eigentlich ein Schritt dazwischen mit Klammern setzen. Der hat bei mir natürlich jetzt nicht hingepasst. Wer da sich unsicher ist mit dem Ausmultiplizieren, einfach nochmal durchrechnen. Wichtig ist, dass ich die 6 mit dem ganzen Term hier unten multipliziere und die 2 mit dem ganzen Term hier oben, dass man da auch Klammern setzt. Und wenn ich das dann zusammenfasse, erhalte ich eben meinen Flächeninhalt, der auch schon in der Angabe drin steht, von 0,5x plus 9,5. Und das ist eine Abfolge, die immer wieder vorkommt. Ich mache einen konkreten Fall und ich mache dann den allgemeinen Fall. Warum es jetzt hier natürlich geschickt war, feste Werte zu verwenden, sieht man nochmal an dieser Determinante. Hätte ich statt AB einen abhängigen Vektor verwendet, also zum Beispiel C1a und C1b, dann hätte ich solche Terme links unten und überall stehen. Das heißt, ich müsste hier x mal x lauter Summenwerte multiplizieren. Und das verkompliziert die Lage natürlich umso mehr. Das heißt, beim Aufstellen immer darauf Acht geben, wenn ich irgendwas abhängig aufstelle, schaut, dass ein Vektor dabei ist, der durch gegebene feste Punkte berechnet werden kann. Sonst verzettel ich mich und brauche ewig lang und komme selten zum richtigen Ergebnis. Das können euch alle 10-Klässler bestätigen, die einmal diesen Fehler gemacht haben. Das, was danach kommt, ist dann eigentlich nur noch so ein bisschen der Abklatsch. Welche Werte kann x annehmen? Es ist völlig klar, dass der Punkt C irgendwann mal hier unten sein wird. Und wenn er dann auf der Geraden AB liegt, dann irgendwann wird der Flächeninhalt nicht mehr möglich sein. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu berechnen. Der einfachste ist einfach, wenn ich den Flächeninhalt habe. Das ist ja mein Flächeninhalt. Ich berechne einfach, wann der 0 ist. Sobald mein Punkt C auf dieser Geraden ist, muss der Flächeninhalt doch auch 0 sein. Also setze ich statt dem welchen Flächeninhalt 0 ein und löse das Ganze nach x auf. Ja? Ich hätte es natürlich auch noch viel komplizierter machen können, aber in dem Fall reicht es völlig aus, den Flächeninhalt 0 zu setzen. Und damit weiß ich, dass alle meine x-Werte größer als minus 19 sein müssen, weil für minus 19 kommt 0 raus. Das heißt, sobald, das muss irgendwo hier unten sein, sobald ich einen Wert drüber einsetze, gibt es immer einen Flächeninhalt. Und damit gibt es eben so ein Dreieck. Nach oben ist da natürlich keine Grenze gesetzt. Bei der 6f, das ist auch wieder sowas ähnliches, ich soll herausfinden, ob es ein Dreieck mit 15 Flächeneinheiten gibt, also setze ich das Ganze gleich 15, das was ich oben berechnet habe, und löse nach x auf. Und so erhalte ich meinen festen Wert x gleich 11, für das mein Flächeninhalt eben 15 ist. Da einfach bitte den Term übernehmen, der in der Lösung drin steht. Normalerweise geben sie den immer an, oder ziemlich sicher gibt man den immer an. In Ex- und Schulaufgaben werde ich das auch so machen. Bevor man mit falschen Teilergebnissen weiterrechnet, bitte nehmt einfach, auch wenn ihr es vorher falsch berechnet habt, das Teilergebnis, das in der Lösung mit drin steht. Und selbst wenn er gar nicht auf den Flächeninhalt kommt, könnt ihr mit diesem Teilergebnis ja noch wunderbar Punkte sammeln, wie man hier sieht.